Heute am 1. Mai in anderen Ländern kämpfen die Leute im Tränengasnebel, jetzt im Augenblick in der Türkei, in Brasilien, in Madrid. Hier ist die Stimmung nicht ganz so kämpferisch, noch nicht. Wir finden es trotzdem sehr, sehr wichtig, unsere Solidarität auszudrücken. Unsere Solidarität mit allen prekär Beschäftigten, mit allen Erwerbslosen, mit allen Leuten, die permanent Angst haben, ihre Arbeit zu verlieren und die unterbezahlt fahren, die unterbezahlt arbeiten müssen, unseren Hungerlohn Überstunden leisten müssen und diese Überstunden oft nicht mal bezahlt bekommen. Das trifft auch hier in Wuppertal zu. Beispielsweise auf die Fahrer und Fahrerinnen des Subunternehmens Rheingold, das immer noch für die Wuppertaler Stadtwerke fährt, Busse fährt. Und wir wollen deswegen jetzt zum Döppersberg gleich gehen und mit den Leuten, die auch heute fahren müssen, heute am 1. Mai unterbezahlt fahren müssen, eine kurze Solidaritätskundgebung machen. Und die Freundin wird jetzt ganz kurz was sagen zu den Arbeitsbedingungen, die bei Rheingold herrschen. Ja, ich möchte ein bisschen was erzählen aus dem Alltag von prekär beschäftigten Menschen hier in Wuppertal. Menschen, denen man so, wenn man sie trifft, zum Beispiel wenn ihr in den Bus einsteigt und den Fahrer da seht, dann denkt man eigentlich, die Welt ist in Ordnung, das ist ein Mitarbeiter eines städtischen Betriebes, der BSW. Das da hinter dem Lenkrad sehr oft unter unwürdigsten Verhältnissen prekär beschäftigte Menschen sitzen, die jeden Tag um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen und die mit ihrer Arbeit, die eine äußerst stressige und nervenaufreibende Arbeit ist, oft noch nicht mal ihre Familien ernähren können und dann als Bittsteller zum Jobcenter gehen müssen, um Aufstockungsgelder zu beantragen. Warum ist das so? Die Stadt und ihre Betriebe befinden sich aufgrund von Misswirtschaft, Bildspekulation, was auch immer, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und man versucht, an gewissen Ecken und Enden Einsparungen zu machen. Die Busfahrer sind ein Glied, sozusagen das letzte Glied in einer langen Kette und genau an diesem Glied setzt man an und sagt, da können wir sparen. Und man versucht, gesetzlich festgelegte Regelungen, Tarife und so weiter zu umgehen, indem man ein Kastensystem, eine Verschachtelung von Leiharbeit, von Auftragsarbeit installiert. Das heißt, die BSW gibt zum Beispiel einen Auftrag an die Firma Rheingold, die beschäftigt aber teilweise auch die Leute oft nicht selbst, weil selbst die meinen noch was einsparen zu können, wenn sie Arbeitnehmer, Fahrer von anderen Leihfirmen akquirieren, die teilweise dann am Ende zu ungefähr dem halben Lohn arbeiten wie dem, den zum Beispiel Fahrer bei der BSW bekommen. Dies sorgt natürlich für ein sehr großes Spannungsverhältnis bei den Fahrern. Wenn jemand einen super Job leisten muss, der auch noch sehr verantwortungsvoll ist, weil er uns alle ja täglich von A nach B befördern muss und dies auch noch sicher und gut tun soll, wenn der von seiner Arbeit nicht leben kann und auch noch täglicher Willkür von seinen Vorgesetzten ausgesetzt ist, dann macht das auf die Dauer krank. Und viele dieser Fahrer sind inzwischen krank. Weil die Fahrer, die unter diesen Bedingungen arbeiten müssen, sind auch durch keine Gewerkschaft vertreten. Oftmals wird sogar in Vorstellungsgesprächen von den Chefs explizit gesagt, du kannst eventuell bei uns arbeiten, aber nicht, wenn du in der Gewerkschaft bist. Ich habe selber zum Beispiel persönlich von Fahrern aus meinem Bekanntenkreis gehört, dass Firmenchefs untersagen, dass diese Mitarbeiter sich in Gewerkschaften organisieren können, um ihre gesetzlich garantierten Rechte wahrzunehmen. Das ist der Grund, warum diese Arbeiter auch keine Chance haben,
gegen das, was ihnen angetan wird, zu kämpfen. Und hier, auf diesem Platz heute, so wichtig das auch alles ist, hier sind nur die vertreten, hier haben nur die eine Stimme, die tatsächlich auch durch die hier anwesenden Gewerkschaften vertreten werden. Aber nicht nur bei Rheingold und anderen Firmen, bei ganz, ganz vielen Firmen ist es doch inzwischen so, dass es gar keine gewerkschaftliche Organisation für diese prekär Beschäftigten gibt und sie wirklich dadurch aktiv daran gehindert werden, ihre gesetzlichen Rechte wahrzunehmen. Und wir fordern hier auch den DGB auf, dazu wirklich mal offen Position zu beziehen, Stellung zu beziehen und sich wirklich dafür stark zu machen, dass diese Leute, die unter diesen Bedingungen arbeiten müssen, erreicht werden, dass ihnen auch geholfen wird, dass auch sie vertreten werden und sich damit gegen ihre Lage, gegen diese Ausbeutung wehren können. Dankeschön. Ich will noch mal ganz kurz sagen, warum wir jetzt zum Doppersberg gehen. Erstens ist am Doppersberg natürlich nach wie vor der Busbahnhof, dort erreichen wir die meisten der Kollegen. Oder ich würde sagen, unsere Kumpels, denn die Busfahrerinnen sind unsere Kumpels. Die fahren uns zu den Jobcentern, die fahren uns in die Arbeit oder die fahren uns nach Hause. Das sind die Leute, mit denen wir solidarisch sein sollten. Nicht mit den Funktionären, die Pläne erstellen, wo dann Leiharbeitsfirmen ins Spiel kommen müssen, um neue Leute für Hungerlöhne zu beschäftigen. Wir gehen auch zum Doppersberg, weil der Doppersberg in Wuppertal ein Symbol ist für eine Politik, die hier von Peter Jung zum Beispiel vertreten wird, der eben hier gerne wieder Gast gewesen ist, aber auch von den Sozialdemokraten. Der Doppersberg ist das Kernstück einer Privatisierung der Stadtwerke gewesen. Die Privatisierung, die Teilprivatisierung der Stadtwerke war notwendig, um den Eigenanteil für den Doppersberg aufzubringen. Und wenn jemand sagt, die Teilprivatisierung der Stadtwerke, der Energiesparte, hat was damit zu tun, dass dort Querfinanzierungen in die Verkehrssparte nicht mehr erfolgen können, dann hat er sicherlich recht. Die Kosten am Doppersberg sollten gedeckelt werden. Dafür gab es eine Initiative. Und wenn man so will, hat die Initiative auch dafür gekämpft, dass die Busfahrerinnen in Zukunft nicht unter noch schlechteren Bedingungen arbeiten müssen. Verdi hat diese Initiative ja abgelehnt und seinen Mitgliedern empfohlen, das Bürgerinnenbegehren nicht zu unterschreiben. Wir fragen dann, auf welcher Seite steht Verdi? Which side are you on? Wir gehen jetzt jedenfalls zum Doppersberg und würden uns sehr freuen, wenn ein paar von euch mitkämen. Stimmt, das 1. Mai, das sollte okay, man ich glaube, die meisten von uns hier, die hier stehen, fahren auf der Bus oder Schwebebahn. Die meisten arbeiten selber auch unter prekären Verhältnissen. Wir freuen uns, wenn viele mitkommen und auch die Forderung unterstreichen, dass wir ausgeschlafene, ausgeruhte und gut bezahlte Busfahrer und Busfahrerinnen hier haben. Danke.